Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Heute werde ich wieder Coverminder basteln und vermutlich ein bisschen quatschen. Mal schauen, wie ich das so parallel hinbekomme. Für alle, die nicht wissen, was ein Coverminder ist. Das ist eine Figur oder ein Plättchen oder was auch immer, auf jeden Fall mit zwei Magneten hier unten dran. Und zwar ist es dafür da, beim Diamond Painten die Folie zurückhalten zu können. Ne? Also diesen einen Magneten macht man ab, den schiebt man unter das Bild und den Magneten kann man dann oben auf die Folie heften und somit bleibt die Folie während des Paintens zurückgeheftet. Ja, und am Ende kann man den dann einfach wieder runternehmen und mit der Folie wieder sein Bild schützen. Genau. Diesen Coverminder habe ich im letzten Video gemacht. Die Figur hatte ich gekauft und dann habe ich einfach nur die Magnete hier ergänzt. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal, was heute alles ansteht. Und zwar habe ich mir noch einmal das Set, in dem der Schmetterling drin war, den ich euch gerade gezeigt habe, noch zweimal gekauft, weil ich die so schön finde. Und ich meine, ihr seht es, auf 1 Euro reduziert. Und ja, da mache ich noch ein paar Coverminder draus und werde dann ein paar verschenken. Oder vielleicht auch, ich überlege, der Imela ein paar zu schicken, dass sie die vielleicht mit in den Discord geben kann. Werde ich mal schauen. Auf jeden Fall dachte ich, ja, die Chance kann ich nicht verstreichen lassen. Und an wen auch immer die Schmetterlinge dann kommen, der oder diejenige wird dann Freude dran haben. Hoffe ich natürlich. Dann habe ich außerdem diese kleinen Töpfchen gefunden. Die haben auch jeweils nur 1 Euro gekostet. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit denen machen möchte. Ich habe so ein paar Ideen, bei denen ich aber auch keine Ahnung habe, ob die so funktionieren. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja, dann weiterhin habe ich hier ein paar Steine. Die liegen schon relativ lang bei uns zu Hause rum. Also das hier sind Amethysten. Amethyste, glaube ich. Und ein Achat habe ich hier noch dann dabei. Also nicht hier, sondern neben mir liegen, den ich noch gerne in einen Coverminder umwandeln möchte. Und ja, wie gesagt, die würde ich einfach gerne nutzen. Ich weiß nicht, ob die Magnete hier dran halten. Das muss ich erstmal ausprobieren. Aber wie gesagt, ich möchte es auf jeden Fall probieren. Ja, und zuletzt weiß ich nicht, ob ich das noch mit ins Video reinnehme, ob ich das überhaupt machen möchte oder ob ich das vielleicht auch später verschiebe, weil das ist tatsächlich das Aufwendigste. Habe ich hier noch so ganz normale Steine und da habe ich überlegt, die vielleicht ein bisschen anzumalen und dann auch Coverminder draus zu machen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ich schaue einfach mal, wie lange ich für die anderen Sachen brauche und ob sich das dann überhaupt noch, ja, für mich einrichten lässt, sage ich jetzt mal. Und wenn nicht, dann machen wir das irgendwann in einem anderen Video. Genau, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, sollte es das gewesen sein. Und ich fange jetzt an. Wie fange ich jetzt an? Ja, ich überlege gerade, es wäre eigentlich das Sinnvollste, wenn ich zuerst anfange zu malen. Auch wenn ich jetzt sage, dass, oder wenn ich gerade gesagt habe, dass ich nicht weiß, dass ich das überhaupt noch machen möchte. Ich fange erstmal mit den Töpfchen an und schaue, wie lange ich da brauche und entscheide dann. Hallo, ich bin's nochmal aus dem Schnitt, weil ich vergessen habe, etwas Wichtiges zu sagen. Und zwar werde ich jetzt gleich mit Heißkleber arbeiten. Und falls ihr noch etwas jünger seid, bitte lasst euch von einer erwachsenen Person helfen, wenn ihr sowas verwendet oder wenn ihr auch andere starke Kleber verwendet. Einfach, damit ihr euch nicht verletzt. Genau, das war's schon und ja,
Viel Spaß weiter im Video. Die Töpfchen. Die haben hier unten alle noch so ein Teil dran. Das mache ich erstmal weg. Ja, die Frage wie immer, wie geht's euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht auch, was ihr heute so gemacht habt. Ob ihr auch gebastelt habt. Generell würde es mich mal voll interessieren, ob ihr noch so andere Hobbys neben dem Painten habt. Das könnt ihr mir auch gerne schreiben. So. Jetzt klebt das hier überall. Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, mir zuerst überlegt, mit der Heißklebepistole hier oben wie so, ja, ich weiß nicht, runterlaufenden Honig oder irgendwas zu simulieren. Also das erstmal mit der Heißkleber. Moment. Der ganze Heißkleber geht gerade auf meinen Tisch. Oh nein. So. Das mit Heißkleber irgendwie so eine Struktur zu machen und das dann anzumalen. Ja, und wir werden jetzt sehen, ob das funktioniert. Die geht echt schon ziemlich schwer. Oh Gott. Oh Leute, das ist voll peinlich, ja. Keine Kraft in den Händen. Aber es ist gerade einmal Leim aller. Und da schiebt das noch nicht so richtig nach. Deswegen ist das gerade. Ich habe gerade voll Angst, dass mir das auf die Finger tropft, ne? Ich lasse es erstmal kurz abkühlen. Ich glaube, das könnte zumindest sowas werden, was ich vorhabe. Ja, ich würde sagen, die eine Hälfte lasse ich jetzt einfach mal abkühlen und nehme jetzt den nächsten. Ich habe gerade entschieden, dass ich das bei allen mache. Also bei allen Töpfchen. Das Coole ist nämlich, dass das dann nicht nur ein Coverminder wird, sondern ein Trashminder, in den ihr eure ganzen Steinchen, Müllsteinchen rein sammeln könnt, während ihr paintet, dass ihr die nicht die ganze Zeit noch mit im Schiffchen behalten müsst. Und ich finde das immer ganz cool, weil dann sieht man dann im Anschluss, wenn man das Bild fertig hat, man sieht dann im Anschluss, wenn man das Bild fertig hat, wie viel Müll man tatsächlich im ganzen Bild hatte, weil manchmal macht das ja einen anderen Eindruck. Und dann ist es doch anders. Und so hat man das dann relativ eindeutig. Ja. Ach, übrigens, okay, das habe ich jetzt nicht gesagt, deswegen werde ich es wahrscheinlich irgendwie ganz am Anfang noch mit reinschneiden. Hier nochmal, wenn ihr jünger seid, macht das bitte nicht alleine nach, sondern lasst euch von einer erwachsenen Person helfen, weil ihr könnt euch da echt sehr verbrennen. So. Hier können wir weitermachen. Also ich sehe schon, mit Quatschen ist jetzt nicht unbedingt so viel. Aber ne, das ist bei mir irgendwie typisch. Also ich habe schon ziemlich Probleme damit, wenn ich ein was mache, dann habe ich echt Probleme, dann noch nebenbei irgendwie einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Ich meine, ja, man kann es auch positiv sehen, dass ich dann richtig konzentriert bin, aber
Für VIP und Chat, ups, für VIP und Chats ist das natürlich ungünstig. Okay, gut. Einfach drauf gefasst. Wenn das jetzt noch heiß gewesen wäre, wäre es witzig geworden. Aber Leute, ich glaube, das wird tatsächlich ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich warte immer noch sehnlichst drauf, dass der eine Lime-Stick alle ist. Damit es hier ein bisschen leichter wird. Ah, gut. So wie es scheint, bin ich dann eher fertig. Wahnsinn. Also das muss dann auch wirklich richtig gut durchkühlen, ne? Was mich ja auch mal voll interessieren würde, ist, wo ihr eure Coverminder so her habt oder ob ihr vielleicht sogar ganz ohne Coverminder arbeitet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang habe ich mir so gedacht, hä, warum kauft man sich da so ein Zeug? Man kann ja auch einfach irgendwas drauflegen auf die Folie und dann ist die auch beschwert. Ist doch total sinnlos. Aber ich habe echt den Nutzen gefunden. Gerade wenn man zum Beispiel schräg arbeitet, also mit einer schrägen Ablage, dann ist das nämlich gar nicht so einfach mit einfach was drauflegen. Und was am wichtigsten ist, es sieht halt auch einfach süß aus. Und ja, allein deswegen hat es seine Existenz legitimiert. Ja, und eben bei solchen Trashmindern ist eben das Coole auch noch, dass man dann ja, seine Müllsteinchen sammeln kann. So, ich mache hier oben, glaube ich, noch so ein bisschen. Das gut aus. Ups. Ich weiß nicht, Leute, wird das was? Ja, also manchmal ist es halt bei mir auch so, ich habe was im Kopf. Und dann will ich das unbedingt ausprobieren. Und ich habe das jetzt schon ein bisschen länger im Kopf. Oh, Mist. Ah. Okay, wie regle ich das jetzt? Hatte aber nicht so wirklich die Zeit dafür. Und jetzt habe ich aber ein anderes Problem, und zwar ein Platzproblem, weil hier über die Steine und Töpfchen und die Schmetterlinge rumliegen. Und ja, dementsprechend war das das, was jetzt beseitigt werden musste. Und das tue ich hiermit. So, das werde ich dann noch irgendwie anmalen. Aber ich glaube, erstmal lasse ich das richtig durch. Ah, das war dumm. Das war nicht ganz so clever hier. Ach, Mist. Ich mache es aber auch immer schlimmer, ne? Anstatt das ist so, mal gucken, das kann ich dann ja vielleicht wegschneiden. Ja, die, weiß ich nicht, stelle ich die hier hin. Das stören sie mich, glaube ich, relativ wenig. Die lasse ich jetzt erstmal durchtrocknen, weil die sind echt noch ziemlich warm und weich. Ja, jetzt wäre es immer noch am sinnvollsten, wenn ich jetzt die Steine bemale. Ne? Ah. Ich habe mir halt aber auch gedacht, das Bemalen der Steine ist vielleicht nicht so für jeden von euch interessant. Deswegen mache ich das am Ende. Oh, mir klebt hier überall. Die Fäden von der Heißklebepistole.
Deswegen wollte ich das ans Ende machen. Ich überlege gerade, ich könnte aber einfach, ja, ich blende jetzt einfach mal hier die Zeit ein, wann es wieder ans Kleben geht und das Malen beendet ist. Sodass, wenn euch das nicht interessiert, ihr dann einfach davor springen könnt. Und ja, ich versuche mir jetzt hier mal was zu malen. Ich habe keine Ahnung, was. Ja, ich glaube, ich nehme mir hier mal. Ach, das ist schon wieder improvisiert. Ich habe nämlich keine Mischpalette. Ich bin unglaublich vorbereitet. Und deswegen werde ich meine Farben einfach hier reinmachen. Ich sag's euch, Leute, es ist, ich habe auch nur einen Pinsel, also nichts mit verschiedenen Stärken oder so. Und meine Farben sind auch uralt. Ich weiß nicht, ob die noch funktionieren. Aber ich werde es jetzt probieren. Okay, also ich habe eine Idee. Lieber erstmal nicht zu viel. Wollen ja nicht verschwinden. So. Oh je. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich mal jetzt einfach. Ja, den Stein. Okay, das scheint mir auch ein paar mehr Schichten zu benötigen. Ihr werdet euch auch fragen, oh mein Gott, wo bin ich nur gelandet? Ich wollte doch eigentlich nur Karomantik sehen. Und ich wollte auch eigentlich nur Karomantik basteln. So, ja gut. Da muss ich dann noch mal drüber. Das wird ja jetzt eine Ewigkeit dauern. Also, ich kann ja dann noch ein bisschen quatschen, wenn wir die Magneten ankleben, aber ich glaube, es ist sinnvoll, tatsächlich, wenn ich hier einfach jetzt einen Zeitraffer mache. Weil das hat ja jetzt nicht so groß was mit dem Covermind selbst machen zu tun. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Bis gleich. Nur eine kleine Info für zwischendurch. Ich werde jetzt auch, weil die Töpfchen ziemlich gut schon ausgekühlt sind, jetzt auch die Töpfchen anmalen. Und es geht aber weiter im Zeitraffer. Oder? Theoretisch könnte ich jetzt auch ein bisschen was erzählen. Okay, dann erzähle ich jetzt erstmal was. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was das hier jeweils wird. Also das hier wird ungefähr jetzt noch so bleiben, weil ja, da habe ich irgendwie ein bisschen Gold gemacht. Und bei dem Rest schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Vermutungen in die Kommentare. So, hier muss noch was Überschüssiges weg. So, ich bin ja gespannt, wie das aussieht. Ich habe hier jetzt so einen Goldton genommen. Ich muss ganz ehrlich sein, außer in der Schule, da brauchten wir eine Farbpalette, habe ich sowas nie genutzt. Wirklich nie. Ich habe immer irgendwas anderes genommen, was ich irgendwie in der Nähe hatte. Meistens halt irgendwie ein Stück Plastik wie
Diesmal auch. Ich weiß auch nicht. Wir sind hier aber auch immer weggekommen. Also ich hatte ja an der Schule definitiv welche. Auch nicht nur eine. Und die waren aber jedes Mal weg. Und tatsächlich male ich unglaublich selten. Also wenn ich irgendwie mich künstlerisch betätige, dann vielleicht zeichnen mit Bleistift. Das mache ich eher noch. Das habe ich in letzter Zeit auch tatsächlich mal wieder gemacht. Aber mit Farben male ich tatsächlich unglaublich selten. Deswegen ja, hat auch irgendwie nie eine Farbpalette so richtig Chance gehabt, hier richtig einzuziehen. Aber ich muss sagen, es geht auch mit anderen Sachen. Man muss eben sich nur zu helfen wissen, ne? So ehrlich zu sein, glaube ich, das könnte voll cool sein, oder? Das sieht das so aus wie richtig leckerer Honig. Wenn ihr übrigens noch mehr Ideen habt, was man für Cover meint, das so selbst basteln könnte und ihr selbst aber irgendwie nicht die Zeit dazu habt oder vielleicht euch nicht traut, den Aufwand zu machen, ohne zu wissen, ob es dann vielleicht doch nichts wird, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich werde es sehr gern für euch ausprobieren. Ich würde natürlich dann auch euren Kommentar einblenden, wenn ihr das wollt. Nicht, dass ihr denkt, ich verkaufe das dann als meine Idee. Wenn ihr das nicht wollt, dann natürlich auch nicht. Oh Mist. Bin in die Farbe getunkt. Also machen wir das so. Ich veröffentliche nur den Kommentar, falls ihr einen schreibt, mit Ideen, wenn ihr ausdrücklich dazu schreibt, dass ihr gern genannt werden wollt. Weil ich möchte ungern, dass jemand das jetzt hier nicht gehört hat und vielleicht unabhängig davon einfach einen Vorschlag macht und aber gar nicht genannt werden möchte und ja, sich dann unwohl fühlt. Das möchte ich nicht. Deswegen, also wenn ihr Ideen habt und gerne namentlich genannt werden wollt, wenn ich die umsetze, dann schreibt mir das bitte direkt so in die Kommentare. Okay, hier war ich echt vorher nicht ordentlich. Es sind überall noch die Fäden von der Heißklebepistole. Oh, schaut mal, Leute. Sieht es nicht? Na komm, Fokus. Das wäre jetzt natürlich nicht fokussieren, oder? Ich denke, ihr seht es relativ gut. Ich finde, das sieht richtig genial aus. Das wird so toll. Also die Töpfchen liebe ich ja jetzt schon. Achso, vielleicht sollte ich jetzt zuerst gucken, wo hier Fäden noch sind. Dann könnt ihr ja wenigstens aus seinen Fehlern lernen. Aber manche verstecken sich auch. Ach, ich weiß, ich sage ständig, dass ihr irgendwas in die Kommentare schreiben sollt. Es tut mir wirklich leid. Aber was mich auch interessieren würde, ist, was ihr jetzt gerade macht. Ob ihr gerade paintet oder auch was bastelt oder ob ihr nur das Video schaut oder nur zuhört oder
aufräumt, schlafen geht. Das würde mich auch interessieren. Und ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Über jeden. Und wenn wir einmal dabei sind, ich freue mich natürlich auch über jeden Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr bei sowas ja öfters dabei sein wollt, dann könnt ihr mich natürlich auch gern abonnieren. Wobei dazu gesagt werden muss, dass ich gerade bei VIP-In-Chats meistens noch mehr quatsche. Also da quatsche ich eigentlich die ganze Zeit. Ja, das ist ja momentan alles noch in einer Playlist. Ich glaube, das werde ich wieder aufspalten. Ich hatte es ja ganz am Anfang mal begründet damit. Mit was habe ich das eigentlich begründet? Also auf jeden Fall einmal wollte ich das alles unter Kaffeepause gelten lassen. Ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt überhaupt noch so nenne, aber das war ja eigentlich das Format Kaffeepause, dass ich irgendwie bastel. Bastel, genau. Bastelkanal. Nein, dass ich eigentlich painte oder eben was anderes mache, was mit Painten zu tun hat, also zum Beispiel hier die Coverminder basteln oder auch Logbucheinträge mache und dass ich das einfach alles unter, das habe ich bis jetzt alles unter Kaffeepause laufen lassen, weil ich den Namen irgendwie voll süß fand und ich wollte, dass man auf Anhieb sieht, dass es ein deutsches Video ist. Mittlerweile habe ich auch festgestellt, dass ich das gar nicht so toll finde. Ich bin ja voll weit unten im Bild, ne? Weil ich weiß nicht, also wenn ich auf die Playlist stoßen würde und jemanden sehen wollen würde, der Diamond painted, fände ich es doof, wenn mitten in der Playlist dann irgendwelche Coverminder gebastelt werden würden, weil das will ich ja dann eigentlich gar nicht. Und andersrum, wenn ich mich vielleicht nur für diese Coverminder-Videos interessiere, muss ich dann ewig in der Playlist suchen. Zwischen den ganzen Whip-in-Chats, bis ich das gefunden habe. Und deswegen werde ich meine Entscheidung da nochmal ändern. Und ja, da getrennte Playlists draus machen und das Format Kaffeepause einfach komplett sein lassen. Ja, ich weiß nicht. Also ich fand die Idee eigentlich ganz niedlich. Aber ich habe ja auch von vornherein gesagt, dass ich mir da noch alle potenziellen Änderungen offen halten möchte, weil ich eben noch keinen Plan habe, ob das alles so für mich funktioniert. Beziehungsweise ob das auch für euch funktioniert. Das ist ja mein eigentliches Anliegen, dass ich was produziere, was euch irgendwie bereichert, was euch irgendwie einen Tag verschönert oder was euch entspannen lässt, was auch immer. Hauptsache einen positiven Effekt, weil sonst könnt ihr es ja einfach lassen. ich strebe ja tatsächlich damit an, Videos zu produzieren, die irgendjemanden Spaß machen, sie anzuschauen. Und wenn ich merke, dass etwas für mich vielleicht funktioniert, aber für euch nicht, dann hat das ja keinen Zweck, das dann weiterzumachen. Weil klar, ich habe Spaß daran, die Videos zu drehen, aber vordergründig mache ich die ja für euch. Ja, und wie gesagt, ich habe eben das Gefühl, dass das mit der Kaffeepause nicht so funktioniert, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Beziehungsweise habe ich einfach jetzt mir überlegt, dass das nicht so benutzerfreundlich ist und ja, werde das dementsprechend ändern. Aber ja. Es ist ja auch okay, mal Fehler zu machen, ne? So, die erste Schicht ist drauf und ich finde die jetzt schon richtig cool. Ich hoffe, ich war einigermaßen im Bild. Ich habe da jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Kommt noch ein bisschen was ran.
So, jetzt kann ich mit den anderen noch weitermachen. Und ich würde sagen, ich mache euch erstmal wieder einen Zeitraffer rein und hole euch dann wieder dazu. Also, bis gleich. So, meine Lieben, wir sind zurück. Wie ihr seht, ich habe mehr oder weniger gut ein paar Dinge hier gestaltet. Ich zeige euch einfach mal zuerst hier diesen Stein. Sorry, ihr habt jetzt den Stuhl gehört, aber ja, ich muss aufstehen, damit ich sehe, dass es richtig fokussiert. Erstmal sorry für meine Hände, aber die sehen immer so aus, wenn ich sowas mache. Also hier habe ich erstmal ein Amethyst und habe einfach die untere Seite mit Gold bemalt. Fand ich irgendwie ganz süß. Dann haben wir diese Töpfchen hier, die ich unglaublich cool finde. Ich finde, es sieht wirklich aus, als wenn hier Honig runterläuft. Also mega. Einer ist mir ein bisschen misslungen, weil ich da vorne hängen geblieben bin. Deswegen bleibt der bei mir, aber mich stört das jetzt nicht. Vor allem, ich kann ja auch von hier anschauen. Dann haben wir eine Erdbeere. Ja, ich habe zuerst die schwarzen Punkte. Sorry. Ich habe zuerst die schwarzen Punkte gemacht und dann gemerkt, dass die Samen bei Erdbeeren ja hell sind. Und habe dann einfach noch ein paar goldene hinzugefügt. Dann einen Smiley. Schlicht, aber ich finde es total süß. Einen Marienkäfer. Die Fühler sind ein bisschen dick geworden, aber ich finde ihn eigentlich auch ganz niedlich. Und eine kleine Biene. Der Fühler kommt hier, also da auch nicht so toll raus. Und das da hinten sollte ein Stachel sein. Aber ich finde sie irgendwie auch total süß. Genau, das sind jetzt alle, ja, ich würde mal sagen, Ausgangsprodukte für die Coverminder. Und auch herzlich willkommen an alle, die jetzt zurück sind und das Malen überspult haben. Denn jetzt geht es daran, die Magnete anzukleben. Und das machen wir sowohl hier als auch bei den Schmetterlingen und den anderen Steinen. Und genau, das machen wir jetzt. Genau, hier sind die Magnete. Oh, falsch rum. Und da brauchen wir immer zwei Stück unten an den Coverminder ran. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt genug habe. Naja, ich mache erstmal immer zwei und falls ich nicht mehr genug haben sollte, mache ich erstmal nur einen ran und bestelle mir dann wieder welche. Aber ich glaube tatsächlich, ich fange jetzt erstmal mit den anderen Coverminder an, damit das hier alles noch durchtrocknen kann. Genau. Die packen wir noch aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, heute ist das Video ein bisschen chaotisch. Ich habe heute aber auch irgendwie
den Hang dazu, schnell zu reden und mich dann irgendwie an meinen eigenen Worten zu verschlucken. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So. Na. 4 Stück. So, und da nehme ich wieder die Heißklebepistole. Falls ihr euch übrigens wundert, dass ich so gar nichts Aktuelles erzähle, also irgendwie von Projekten oder so zeitmäßig, das liegt daran, dass das Video vorgedreht ist. Geplant ist es nämlich für die Woche nach Ostern. Und da habe ich tatsächlich sehr, 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 sehr viel zu tun. Und da ich das im Voraus schon weiß, habe ich gedacht, ich drehe das Video einfach vor. Jetzt haben wir es nämlich noch vor Ostern. Und ja, deswegen kann ich euch noch nicht so viel Neues erzählen, weil, wie gesagt, es ist noch keine Zeit vergangen. Ja. Aber ich hoffe, das ist für euch kein Problem. So, die Schmetterlinge sind fertig. Ich weiß tatsächlich noch nicht wirklich, wie sich der Heißkleber mit allen Materialien verhält. An den Schmetterlingen scheint es aber zu funktionieren. Also da habe ich ja schon mal welche gemacht. Und die haben bis jetzt gehalten. Also da sind die Magnete nicht abgegangen. Das hatte ich mal bei einem aus Glas, dass das nicht gehalten hat. Aber bei den Schmetterlingen war das bis jetzt immer alles super. Und deswegen habe ich auch gedacht, könnte ich da mal den ein oder anderen an den Discord geben oder verschenken. Wie es an den Steinchen hält, keine Ahnung, aber das werden wir auch sehen. Ich liebe ja diesen Stein. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der ist so leicht durchscheinend. Wunderschön. Ich überlege gerade, wie ich den am besten... Ich glaube, ich werde ihn ja genauso. Ja, das sieht gut aus. So, der Achat. Ist es ein Achat? Ein bisschen ist mit drin, aber es ist auch ein bisschen Amethyst. Dem ich vorhin erzählt habe. Huch, das ist ein bisschen schief geworden. Aber es geht. Das geht. Das ist ja auch so ein riesiger Stein. Weiß ich nicht, ob sich das überhaupt als Coverminder eignet, aber probieren geht über studieren, ne? Ja, mal schauen. Naja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich ihn nicht nutze. Das ist dann schon okay. Ansonsten wird er auch nur rumliegen. Von daher ist das in Ordnung. Oh nein. Okay, das war jetzt nicht so clever. Mal gucken, ob ich es noch abkriege. Nein. Okay, also der kippt jetzt um. Das ist jetzt nicht ganz so optimal. Mal schauen, entweder ich klebe hier später noch irgendwas ran, damit das so ein bisschen besser steht. Na, mal schauen. Vielleicht hält es auch ganz gut dann auf der Leinwand dann selbst. Müssen wir mal sehen. Also, wie ihr seht, es läuft nicht immer alles so gut. So, hier muss ich jetzt mal gucken. Bei den Töpfen, die sind nämlich unten dran. So, die haben halt so eine kleine Einbuchtung, seht ihr das? Also die sind unten nicht eben, sondern da geht hier so ein Stückchen rein.
Deswegen muss ich da vermutlich ein bisschen mehr drauf machen. Und ich überlege gerade, ich werde einfach hier unten erstmal so ein Tröpfchen drauf machen und das trocknen lassen. Und in der Zeit klebe ich erstmal die anderen. Falls ihr euch fragt, was ich mit den ganzen Covermindern mache. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich stelle mir das halt so cool vor, dass wenn man, keine Ahnung, dann mal ein Bild mit einem Bienchen hat oder so, dass man dann diesen kleinen Bienchen-Covermindern benutzen kann. Tja. Naja, mal schauen. Ach Mann. Ja, geht jetzt auch nicht mehr weg. Oh nein, jetzt habe ich ja schwarze Farbe reingemacht. Gut, nochmal schief rangeklebt. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Das ist eigentlich logisch. Oh, erhält, erhält. Also theoretisch habe ich jetzt ausgesorgt, was Covermindern angeht. Und vermutlich eine ganze Heißklebepistole. Nee, nicht die Pistole alle gemacht, sondern eine komplette Ladung Leim. So. Ich traue mich da jetzt eigentlich gar nicht drauf zu fassen. Oh ja, es geht. Na, wer sagt's denn? Also, ich habe genau noch zwei Magnete übrig. Hier, genau. Hat doch perfekt geklappt. Okay, das war doch nicht so clever, sehe ich gerade. Ach ja, also heute ist es alles ein bisschen chaotisch, wie ihr merkt, aber ja, ich habe gerade gemerkt, dass das hier doch nicht so clever war, dass es eher zu viel ist. Deswegen mache ich das hier jetzt einfach mal noch ab. Aber ja, wie ihr seht, es läuft nicht immer alles so wie geplant. Das ist ganz witzig. Chaos on Tour sagt dann immer, steht ja auch in meinem Namen, also muss hier auch Chaos herrschen, das kann ich nicht sagen. Aber wir haben das Chaos trotzdem inklusive. So. Also theoretisch müsste das jetzt klappen, wenn ich es einfach so draufsetze. Ja, es ist definitiv hoch genug. Was habe ich mir denn dafür Gedanken gemacht? Viel Gedanken gemacht und schon haben wir den ganzen Covermindern ruiniert. Nein, wir konnten es ja noch retten. Das ist ganz schön schief. Oh je. Naja, ich muss sagen, auch wenn ist ja teilweise ganz schön. Oh, der ist mittig. Teilweise so ein paar Schwierigkeiten hier gibt und gab. Ich mach das nochmal ab. Ich will das mittig haben. Oha, jetzt krieg ich es nicht mehr ab. Naja, gut. Dann bleibt so. Ja. Bin ich ziemlich zufrieden mit den ganzen Covermindern. Das scheint auch gut zu halten am Stein. Ja, also muss ich sagen, ihr seht hier einmal, wenn ich mich hier von Spitzhacke
Spinnweben, wollte ich sagen, vom Heißkleber befreit habe. Ihr seht hier einmal alle Cover und Trashminder, die wir jetzt gemacht haben. Und ja, ich freue mich irgendwie total. Also ich bin richtig zufrieden damit und ich freue mich vor allem auch, die einzusetzen. Vor allem diese Töpfchen hier, dass die so cool geworden sind, hätte ich niemals gedacht. Ja, wenn ihr davon... Ach nee, ha, hier haben wir noch die Schmetterlinge. Die habe ich auch am Anfang gemacht. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Ja, also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ergebnis findet. Es ist nicht perfekt geworden, aber ich bin total zufrieden. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Wenn ihr was davon nachmacht, teilt es mir unbedingt mit. Ich würde es zu gern sehen. Entweder auf Instagram oder auf TikTok. Ich heiße da auch Steinchenglitzer. Taggt mich da einfach auf euren Bildern oder Videos. Bin ich total gespannt. Würde ich mich super drüber freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auch gern einen Daumen nach oben da. Wenn ihr häufiger bei solchem Chaos anwesend sein wollt, dann ja, abonniert auch gern. Ich freue mich über jeden, den ich von euch willkommen heißen kann in unserer kleinen Gruppe. Und ansonsten, ja, wie immer, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!